Moins und Genas, heißt ja immer so schön, dass der Flo nichts mehr arbeitet und bloß noch Videos macht. Elle Badge, auch ich muss noch ab und zu mal was tun. Und zwar haben wir gerade Lieferung gekriegt vom Weingut Geiger und Söhne, Weingut Krämer hat uns angeliefert und auch der Haniel hat uns Rum-Spezialitäten geschickt. Jetzt gucken wir mal rein, was denn da alles drin ist. Und zwar war jetzt seit länger schon bei uns ausverkauft sein 7-jähriger Rum, der nur im Ex-Börnpass reift. Und zwar ist das gleich der hier. Den kennt der ein oder andere ja schon, der war jetzt halt auch länger ausverkauft. Haben wir wieder ein bisschen was da. Ich guck mal gerade rein, ob der andere, genau. Dann haben wir auch vom 12-Jährigen, der dann nicht nur im Ex-Bourbon-Fass war, sondern auch im Sherry-Fass gereift ist, ist auch wieder da. Übrigens alles ungezuckerte Rums und ohne Chemie und ohne Aromastoffe. Und das Wichtigste, was wahrscheinlich alle Mädels wieder freuen wird, der liebe Haniel hat uns auch den Aperitif Cinello wieder mitgeschickt. Cinello klingelt vielleicht beim einen oder anderen, den haben wir nämlich schon echt richtig gut verkauft. Jawohl, da ist er. Und zwar so sieht er aus, der eine oder andere kann sich vielleicht wenigstens an die Flasche erinnern. Auf Rum basierender Maracuja Aperitif. Das Ding ging vor ein paar Wochen so weg wie die Hölle, dass man uns sogar die offene Flasche abverkauft hat. Wer jetzt sagt, er hätte gerne noch was schön mit Prosecco oder nur mit Tonic Water bei dem Wetter auf der Terrasse und möchte hier noch ein bisschen was schnapulieren, vorbeikommen vor unserem Betriebsurlaub im September, haben wir jetzt nochmal eine ganze Ladung bekommen. Holt euch den, viel Spaß damit und ansonsten bis die Tage.